Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich glaube, das letzte Video, da waren wir noch bei Stefan Nebel, beziehungsweise sind wir noch bei Stefan Nebel. Dazu kommen auch noch ein paar Videos. Ich sage mal, Abgasanlage für die E1, die steht auch hier im Hintergrund. Wir sind gerade in den Hamburger Messehallen, denn heute, wenn ihr das Video seht, ist Samstag und da sind die Hamburger Motorradtage und da haben wir einen Stand, den zeigen wir euch gleich noch. Da haben wir uns nämlich was richtig Cooles einfallen lassen, aber ihr habt es am Titel gelesen. Dumko Lütt hat wirklich geisteskranke Arbeit schon wieder geleistet, hat Vollgas gegeben, damit wir überhaupt jetzt hier wirklich endlich die R6 haben können. Und ich will euch erstmal nicht länger auf die Folter spannen. Es gibt gleich noch ein paar coole Infos, deswegen schaut euch den Bikepond an und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder am Rev-Stand. Und jetzt ganz viel Spaß. Kann ich einen geisteskranken Bikepawn machen? Ich habe leider gerade keine Zeit, aber es versteht ihr. Habt schon kommentiert immer. Lukas, du hast Augenringe. Ich weiß, ich mache bald ein bisschen Pause. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem Bikepawn. Das war's mit dem kleinen Bike vorne. Ich hoffe, er war für euch in Ordnung. Ich werde demnächst oder auf der Rennstrecke auf jeden Fall auch nochmal was Ordentliches raushauen. Ja, ich bin super zufrieden. Es ist, ein paar haben es schon erraten, natürlich ein Rev-Bike geworden. Wir wollen ja dieses Jahr richtig durchstarten mit unserem Performance-Booster. Dazu gibt es auf jeden Fall auch nochmal alle Infos unten in der Box verlinkt. Wir kommen auch gleich noch zu was anderem schön. Jetzt erstmal nochmal kurz hier, falls ihr es nicht gesehen habt, die eine Seite ist pink, grün, grau und ein bisschen blau. Und die andere Seite ist orange, grün, blau, grau. Also ich weiß nicht, ob ein paar Leute vielleicht von euch am Start sind. Das sind ja unsere beiden Geschmacksrichtungen, die wir momentan haben. Das ist nämlich einmal orange und einmal Iced Tea Peach. Und deswegen haben wir zwei Farben. Aber jetzt schieben wir das erstmal auf den Stand auf. So, und unseren Stand, den zeige ich euch nochmal mit ein paar coolen Slider-Aufnahmen und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Da sind wir jetzt nämlich am Stand. Ihr habt wahrscheinlich ein paar coole Aufnahmen gesehen. Wir haben nämlich auf der Messe einen kleinen Influencer-Stand. Da könnt ihr, wenn ihr das Video seht, auf jeden Fall auch noch vorbeischauen. Wir sind nämlich jetzt Samstag da, den ganzen Tag, und Sonntag auch den ganzen Tag da. David und Sören kommen, Alisa ist auch da, ich glaube Flo kommt auch noch vorbei. Also wir machen hier ein kleines Abo-Treffen. Wo wir das machen, zeige ich euch gleich. Wir haben nämlich hier unseren Performance-Booster am Start, die beiden Geschmacksrichtungen, ein paar Flyer zum Info, für Informationen noch. Wir haben hier eine kleine Musikanlage, also es wird auch ein bisschen Musik geben. Wir haben hier einen schönen Rev-Kühlschrank, da gibt es dann auch für euch noch ein paar Probeshots. Also ihr könnt auch ein bisschen unsere Geschmacksrichtung mal probieren. Wir haben natürlich die R6 zum Bestaunen da und wir haben hier einen coolen Autogrammkartentisch. Wie gesagt, Autogrammkarten am Start, hier wird unterschrieben. Hier hinten haben wir noch ein kleines Gewinnspiel drauf. Also wenn ihr hier am Start seid, dann könnt ihr noch ein paar Dosen von unserem Booster gewinnen. Und ich glaube, hier gibt es auch noch vor Ort ein paar Flaschen zu gewinnen. Ansonsten haben wir auch noch Sticker am Start. Und natürlich auch die geliebte R1 ist natürlich auch am Start mit der Komplettanlage. Vielleicht machen wir sie auch einfach mal an hier. Vielleicht werden wir dann rausgeworfen. Also ich denke, das machen wir dann eher am Sonntag. Sören und David wollen eigentlich auch noch ihre Bikes vorbeibringen. Deswegen, es wird richtig, richtig cool. Das war ein kleines, kurzes Video. Und ich freue mich auf alle, die jetzt hier noch zur Messe kommen und unterstützen. Und ja, genau. Schaut einfach vorbei. Halle B4 Stand 52. Wenn ihr durch den Eingang Ost reinkommt, könnt ihr uns eigentlich nicht übersehen und auch nicht vermutlich überhören, würde ich mal sagen. Danke, danke, danke für euren Support in den letzten Videos und wir sehen uns dann entweder auf der Messe oder im nächsten Video. Haut rein und jetzt gehen wir mal schlafen. Ciao.